Moin Moin, willkommen zur vierten Folge Pack Opening und heute mal wieder mit Live for Life. Vielleicht hört man ihn ja, er ist wieder. Jetzt wieder geht, Leute! Und heute gibt es mal wieder zwei Folgen. Ich habe meine fast meine ganze Mannschaft geopfert, ich habe alles verkauft, sieht man hier jetzt auch. Ne, ich synchronisiere jetzt nicht. Aber das mache ich dann später, ich weiß schon. Also ich habe jetzt alles geopfert, dass ich jetzt gescheite Packs aufmachen kann und hoffentlich auch was Gescheites ziehen kann. Nicht so wie gestern. Ist es für euch vor 3 Tagen, 4 Tagen, keine Ahnung. Da wo ich mit FIFA Points gezogen habe und nur Schrott gezogen habe. Wir könnten jetzt nochmal trotzdem zum Team der Woche. Team der Woche gehen. Und ich sag, ich will unbedingt einen schwarzen Spieler. Oh, ich will Inform. Ich will einen Inform machen. Ich will den da, will ich. Ich will einfach eine schwarze Karte. Das wäre so, so doll. Und ich mach, wie gesagt, 2 Parts. Und werde nach jedem Pack ein Bronze. Nach jedem Set ein Bronze-Set ziehen. Weil ich. Diesmal werde ich es durchziehen, weil ich es denke, hoffe, es funktioniert besser. Also fangen wir gleich mit dem ersten Set an. Schauen wir hin, oder? Ja, schauen wir hin. Wir sind drin. Musa. Naja. Ist das Schwein? Hä, wo ist denn die dritte? Das ist eine seltene Karte. Oh, toll. Wow. Das ist mal wieder ein Scheißdreck. Kannst du die Verträge verkaufen, oder? Bringt dir echt was. Die bringen nix. Die schlechte Gärte. Aber die Juan und Ganju. Ich mache jetzt schnell. Und oh, ich bin so dumm. Auf jeden Fall, das war wieder für den Arsch. Das Pack. Das nehmen wir noch mit, aber sonst. Aussortieren. So, ich schon wieder 5000 Münzen weg oder sowas. Jetzt das Bronze weg, danke Moritz. Jetzt drücke ich drauf, zufrieden. Also 7500er. Warum ein spezielles? Ja, weil er mehr seltene gibt. Übersprungen. Wow. Ja, toll, habe ich tolle Verträge. Na gut, die sind ja Verträge, die bringen ja schon was, wenn du Bronze Spieler hast. Ein seltenes Trikot. Warte mal. Nee, war alles egal. Ja, das der hat eigentlich. Der ist ganz okay eigentlich. Ja, alles abstoßen. Oh, 149, die können wir. Jetzt wieder auf das Goldset. Die verkaut, da habe ich noch nie was Gescheites gezogen. Weil aber bitte eine Inform, es wäre so wunderbar, so schön wäre das. Es ist bitte irgendeine schwarze Karte. Atscha. Reg dich ab, Mann, der ist scheiße billig und der bringt nichts und Mann. Hol lieber 5000, ne? Weil ich finde 500 ist ein besserer Spieler. Wenn ich noch ein bisschen Geld habe. Wenn du halt einen besseren Spieler findest, sonst sind das schlecht. Wenn gerade aber einen, also wenn du gute Spieler hast, findest du den. Den könnte man verkaufen, den da auch, den 81. Ach, die hier, die habe ich jetzt alle im Verein, alles. Ja. Und das wird schnell verkauft. Und ja. Wieder auf dem tollen Bronze Pack. Ja, okay. Okay. Mein Bruder hat mir gesagt, das ist langweilig. Dann nehmen wir halt gleich noch ein. Bist du halt schuld, wenn da nichts drin ist? Mach mal ein Nose Pack oder sowas. Ja, danach mach ich ein Nose Pack. Das dritte jetzt, ne? Das ist deine Schuld. Deine Schuld ist der! Oder irgendein Duplikat? Nee. Mann.
Das gibt's doch nicht, was ist los mit? Mach halt die 5 Bauern drauf. Da hast du halt ein Trainer für die englische Erste, die ich auch nicht. Das ist. Das ist so wie du, ey. Mann. Ich stoße nichts, aber es sind den Verein. Okay, du sagst ja, das ist besser, wenn man jetzt die normalen nimmt. Ja, also ich finde da eigentlich immer. Ich weiß nicht. Nur, ich hab. Preis-Leistung ist viel besser. Findest du? Also ich sag, ich hab viel mehr Pech. Schau. Komm, auf wow, schau, Andrea, wow. Ei, Dead Eye dafür. Ja, sie ist der Dead Eye, das habe ich gesagt. Bradley? Nein, habe ich auch gestern gezogen, Bradley. So, was ziehen wir hier einfach Kreuzer Qui, Kreuz quer. Ja, super leid. Warum schaust du das auf dem PC? Ja, darf ich nicht. Mein normales Silverset. Ne, das ist Verschwendung. Komm jetzt! Ja, ich habe eigentlich schon mal einen guten, ja, ich habe zweimal Benzema gezogen. Zweimal Benzema. Mkhitaryan war noch gut. Wenn ich noch gezogen wäre, gut war. Also, mit euch noch niemanden und das wird auch so weitergehen, meine. Das gibt's doch nicht. Oh, Paris-Wappen. Los-Wappen. Los. Paris-Wappen kannst du euch verkaufen. Ja, natürlich verkaufen. Ich hab ein Real Madrid Heimtrikot für 1000 Euro dafür. Schön, ne? Mhm. Ignorieren. So, warte mal, was soll ich mal auskennen? Wie viel hatten wir einfach? 75.000, ne? Was ist die Hälfte davon? Moritz, bitte? 37.500. Also können wir es noch ein Premium-Pack aufmachen. Und das war's dann auch für diese Folge. Folge. Komm, ich zieh doch eh nichts Scheiße. Ich hab langsam echt die Hoffnung auf. Ich gebe langsam echt die Hoffnung auf. Balotelli! Und Wechsel! Jetzt yeah. Geht's los, liebe Leute! Oh Mann! Nein! Das ist ja der Wahnsinn! Du schickst mich in die Hölle! Hölle, Hölle, Hölle! Okay, wir drehen ein bisschen am Rad. Das ist das erste Pack, was ich ein bisschen. Wie wissen der Wert? Maxis kriegst du für 1000 Euro, weil der nicht für 10.000 Euro ist. Checkpot, 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 Mann! Ich verwirr das, das sind zwei, okay, das sind zwei Gold. Soll ich den behalten oder nicht? Ja, mal schon. Wenn wir mal hier einen Verein, alles, oder? Das finde ich mal nice. Das finde ich nice. Oh, meine Transferliste ist fast voll. Da lösche ich dann was zwischen den zwei Episoden. Lösche ich da einfach mal was raus. Und da würde ich sagen. Servus, liebe Leute. Haut rein. Liebe Grüße vom Life for Life. Und vom Hafen MLP. Und ja, danke fürs Anschauen. Und. Servus, macht's gut. Und. Ciao. Ciao.